Was geht, Leute? Obito hier mit einem weiteren Video für euch. Heute ein sehr, sehr großes Video. Eins der größten Tierlist-Videos dieses Jahr und auch definitiv das letzte Tierlist-Video von diesem Jahr. Mit der Global Tierlist für Dezember 2021 beziehungsweise Januar 2022 oder auch die End-of-the-Year-Tierlist, wie auch immer ihr wollt. Es gibt einige Sachen zu besprechen, es gibt einige neue Legends und ja, ich hoffe, wir kriegen das trotzdem in einem geregelten Zeitraum durch. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an. Ihr seht das, ich bin diesmal nicht auf meiner normalen Tierlist-Seite, ich bin diesmal auf Tiermaker. Liegt einfach daran, dass auf OPTC Tierlist diesmal ziemlich viele Legenden-Icons noch gefehlt haben und ich wollte jetzt nicht jede einzelne Legende hier eine andere reintun und einfach sagen, die ist es. Jetzt haben wir hier bei Tiermaker aber das Problem, ihr seht das unten, Kaido Crew war hier als Icon auch noch nicht drin, die neue Legende. Deswegen habe ich jetzt unten einfach die Super Evolution von Jack reingetan und denkt euch einfach, die Super Evolution von Jack ist Kaido Crew, wenn ich die hier gleich verteile und darüber spreche. Ich werde das in der Nachbearbeitung vom Video auch, denke ich, nochmal markieren, damit das dann halt eindeutig ist. Ja. Weil das Tiermaker ist, konnte ich jetzt meine Tiers auch mal ein bisschen sortieren. Also ich habe jetzt auch mal versucht, in den einzelnen Tiers hier zu sortieren, wie ich das ungefähr von der Stärke sehe. Die stärkste Unit links, zur schwächsten Unit rechts. Wie immer bei Tierlist-Videos, ne, wenn ihr nicht meiner Meinung seid, ist das gar kein Problem. Tierlists sind sehr, sehr subjektiv und sollen halt hauptsächlich Beginnern einen Anreiz geben, welche Unit, die sie haben, gut sind, wo es sich lohnt, was rein zu investieren. Und ansonsten sollen sie lediglich zur Unterhaltung dienen. Also, wie immer, haltet das dann halt auch so, wenn ihr es hinkriegt. Da wäre ich sehr dankbar. Und ja, ansonsten über die Tierlist müssen wir sonst nicht groß reden. Ich erkläre nochmal ganz kurz, wie ich das immer mache. Ich habe hier meiner Meinung nach die besten Legends im Game drin und nicht einfach alle Legends, die es gibt, weil keinem bringt es was, die ganzen Legends, die man eh nie benutzt oder die keine Stärke haben, in so einer Tierlist unterzubringen, weil wozu? Ich habe die Tiers aufgeteilt von S0 bis S5, wo logischerweise S0 das Beste ist und S5 das Schlechteste. Aber alle Legends, die hier in dieser Tierlist sind, sind trotzdem gute Legends, die immer irgendeinen Nutzen haben. Nur es gibt halt ein paar, die besser sind. Meistens sind die Legends, die hier oben sind, Legends, die weniger Restriktionen haben und fast überall benutzt werden können. Und die Legends, die hier unten sind, die sehr eingeschränkten Legends. Und so baut sich diese Tierlist halt auf. Aber wie gesagt, wenn ihr kein neuer Zuschauer seid bei mir, dann wisst ihr es ja schon. Das ist die 12. Tierlist dieses Jahr und es ist immer das gleiche System. Und ja, wir fangen jetzt einfach mal an. Erstmal mit den Änderungen hier unten. Und zwar habe ich hier jetzt tatsächlich Legend Frankie drin. Jetzt könnt ihr sagen, was macht Legend Frankie hier? Das Ding ist, dieser Debuff, dass man nur ein bestimmtes Damage Limit hat, ist mittlerweile in OPTC sehr gewöhnlich geworden. Das heißt, ihr kennt das von den Garb Challenges oder jetzt auch von den beiden neuen Arenen, dass ihr nur eine gewisse Anzahl von Schaden machen könnt und ansonsten kriegt ihr den Gegner nicht down. Also so ein Damage Limit. Frankie Cyborg als Captain Ability bypass das. Das heißt, solange ihr Frankie als Captain spielt, kann euch das egal sein. Und da ihr in diesem Game zwei Captains habt, könnt ihr Frankie immer zum Beispiel mit Toki zusammenspielen und habt dadurch immer eine krasse Combo. Da geht doch nochmal ein Shoutout raus an Edna vom Dynasty Discord, der mir zwei geile Teams gegeben hat im Endeffekt oder auch anderen Leuten. Für die beiden neuen Arenen, wo genau das benutzt wird, Toki zusammen mit Frankie, einfach den Damage Limiter ignorieren. Ist eine super coole Sache und ja, das macht Frankie natürlich in Verbindung mit Toki jetzt gerade gut und viable. Deswegen würde ich Frankie jetzt einfach mal hier in S5 einsortieren, da wo auch einfach hier Katakuri ist und so. Ist halt sehr, sehr niche tatsächlich, logischerweise. Aber trotzdem für mich wert, es hier einzusortieren und ich habe euch auch gesagt, warum. In Verbindung mit Toki oder mit anderen Legends zusammen für diese Stage, auch in Verbindung mit Yamato und sowas. Sehr nützlich, um solche Arenen jetzt einfach ein bisschen zu cheesen. Also im Endeffekt so, wie er mit Kaido halt Content cheest. Also ja, für mich ein Spot hier jetzt in der Tierlist verdient, auch wenn es dann nur in S5 ist, weil er natürlich als Legende selber jetzt nicht so der Burner ist, obwohl sein Special immer noch auch für heutige Zeiten ganz gut ist tatsächlich, aber ich lasse ihn jetzt erstmal in S5. Das nächste, was wir hier haben, oder womit wir jetzt anfangen, ist Carrot. Carrot, im Endeffekt die Super Evolution, jetzt neu rausgekommen, hat ein krasses Update, finde ich, bekommen zu ihrer neuen Super Evolution.
Hat jetzt viel weniger Einschränkungen, höheren Boost, bleibt für längere Züge, ihr habt den Damage Boost immer und es ist ein sehr, sehr krass guter Speed Captain meiner Meinung nach. Und deswegen, ich habe ja die normale Carrot hier vorher, glaube ich, immer schon in S5 gehabt. Ich werde diese Carrot jetzt definitiv nach S2 packen und zwar hinter Kit. Da denke ich so von der Stärke passt die gut rein. Sehr, sehr gute Unit zum Speedfarm. Solltet ihr auf jeden Fall jetzt beim Kizuna bis Box 6 gehen und ihre Super Evolution Skulls mitnehmen. Ja, Artwork ist natürlich auch nice. Und ja, ne, ihr habt das hoffentlich beim Kizuna schon gesehen, bei den neuen Informationen. Ihr müsst bei diesem Kizuna nicht in Box 7 gehen. Bandai hat auf die Spieler gehört. Alle Super Evolution Skulls sind zu erhalten in Box 2 bis 6, sodass jeder das erreichen kann, ob er Booster hat oder auch nicht. Nächste Änderung jetzt, weil hier seht ihr jetzt erstmal, ich habe hier 6 Änderungen drin in meiner Tierlist. Das sind keine neuen Units, die ihr Tier wechseln. Und da fangen wir jetzt als allererstes an mit Magellan. Magellan ist so ein bisschen eine Unit, von der ich über die Zeit immer mehr enttäuscht war. Und was enttäuscht in dem Sinne, dass sie nicht so krass ist, wie ich es dachte. Ne? Wie gesagt, denkt bitte dran, alle Legends hier sind immer noch super gut und Magellan ist auch super gut. Aber Color Affinity Captains haben es in diesem Game halt schwer. Vor allem, wenn sie keine Orb Manipulation haben. Das werdet ihr später bei anderen Units auch noch sehen. Das ist einfach nicht so der Burner. Und ich habe Magellan auch fast nie benutzt im PvE, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, dass er immer noch ein sehr, sehr guter Captain ist und das Special auch sehr, sehr gut ist. Aber ich hatte ihn vorher in S1,5 und ja, ich hätte jetzt mittlerweile gesagt, er war in S1,5 und ich würde ihn jetzt tatsächlich als die beste Unit erstmal in S2 packen für den Moment. Einfach, weil ich einfach keinen Spaß habe, mit ihm zu spielen und ich auch finde, vor allem für Beginner, dass das eine Legend ist, mit der es halt auch nicht einfach ist, Content zu besiegen, vor allem bei Garb-Challenges und so, weil halt Legends ohne Orb-Manipulation und ohne andere Attack-Booster als Color Affinity einfach super schwer zu spielen sind. Also Magellan geht für mich von S1,5 in S2 runter für jetzt erstmal. Andere Änderung, Moria. Moria war vorher in S1, Moria ist einfach eine krasse Legende für alles Mögliche. Boostet zwei Klassen mit die zwei besten Klassen im Game, Driven und Powerhouse. Krasses Special, krasses Super-Type, super Speed-Farm-Captain, super Captain für Beginner. Gibt euch Boost, gibt euch Orb-Manipulation. Und ja, es ist so eine generic gute Unit zu bauen, dass ich sie definitiv von S1 in S0,5 packe. Und ich würde sogar sagen, dass ich mittlerweile denke, sie gehört hier noch vor Luffy Sanji. Weil sie einfach noch ein bisschen variabler ist. Klar, Luffy Sanji ist trotzdem ein Rainbow-Captain, aber Driven und Powerhouse ist in der heutigen Zeit in Verbindung mit Int im Endeffekt Rainbow, einfach weil es so viele Units gibt. Ne? Also ihr seid da kaum eingeschränkt und deswegen finde ich, hat Moria den Platz da verdient. Nächste Änderung, vor allem, weil ich in S0 ein bisschen Platz machen wollte, weil halt da auch nicht alles die gleiche Stärke hat und auch mit der Zeit man gemerkt hat, dass manche Units mehr und manche weniger tatsächlich gespielt werden, ist für mich Law. Law, auf dem Blatt Papier ist es immer noch eine crazy Unit und alle Units in S0,5, by the way, sind immer noch super crazy, aber ich habe Law definitiv weniger gespielt als alle Legends in S0 und der Grund dafür ist einfach, dass Law halt nicht dasselbe gibt wie Yamato. Yamato hat einen viel besseren Increased Damage Taken Buff. Law hat halt auch das Problem, dass er immer noch in der schlechtesten Farbe unterwegs ist, weil leider ist Dex halt tatsächlich immer noch die schlechteste Farbe und daran kann man auch leider nichts ändern. Die Dex Garb Challenge ist auch im Endeffekt wieder die schwerste von allen immer noch, einfach weil auch die Subs so bad sind immer und ja. Ich würde trotzdem sagen, dass Law immer noch besser ist als alle anderen Legends in S0,5, einfach weil er so crazy Abilities hat. Und da müsst ihr halt immer aufpassen, wenn ich dann über diese Sachen rede, dass ich von irgendwas enttäuscht bin. Ich bin auf der Ebene des Tiers davon enttäuscht. Wir brauchen nicht darüber zu reden, dass alle Legends hier in dem Tier immer noch crazy sind und dass der Law halt mit der crazyste aus dem Tier ist, immer noch. Also immer noch ein super, super, super starker Captain. Und auch Sub, obviously. Und die nächste Änderung, Sabo Ace. Sabo Ace hatte ich auch in S0, wandert jetzt auch in S0,5 als der Leader vom Tier, die beste Unit in S0,5. So hätte ich es dann im Endeffekt jetzt gelassen, wenn ich so überlegen würde. Sabo Ace bringt eigentlich alles mit, was ihr im Spiel wollt. Allerdings ist hier dasselbe. Color Affinity
Ja, Color Affinity Super Swap. Color Affinity ist immer schwierig zu spielen, finde ich. Habe ich ja eben schon gesagt. Natürlich ein Orb Boost, der nice ist, aber im Endeffekt dann doch restricted auf zwei Klassen, was ihn halt wieder nicht mehr ganz Rainbow macht. Aber ansonsten immer noch super stark. Eine Dual Unit mit sehr hohem Boost. Der Super Switch ist auch sehr nützlich mit dem Full Board of Matching Orb und deswegen immer noch absolut crazy. Aber in S0 sollten halt wirklich Legends sein, die so gut wie keine Flaws haben und wenn dann nur so minimal, dass es eigentlich schon irrelevant ist. Und das ist bei Sabo Ace halt nicht so, allein schon, weil es halt eine Dual-Unit ist. Ich bin jetzt halt niemand, der Dual-Units so hatet wie manche andere Leute, aber offensichtlich, klar, haben Dual-Units den Nachteil zu normalen Units. Der Boost ist niedriger, die Runs dauern länger und ja, das sind halt zwei kleine Faktoren, die für mich jetzt diese Abstufung im Endeffekt bedeutet haben. So. Die größte Änderung dieser Tierlist ist definitiv Toki. Ich muss sagen, ich habe in den letzten Monaten so viel mit Toki gespielt, das ist unfassbar. Toki kann jeden Content schießen, Toki macht aus jedem Team, wenn du es richtig baust, ein absolutes, krass hohes Damage-Team. Du kannst Debuffs umspielen. Das Teambuilding ist so easy, weil es völlig egal ist, wer im Team ist, solange die zwei Units, die du buffst, halt zusammenpassen. Und deswegen, Toki ist einfach nur crazy. Und Toki gehe ich mittlerweile so weit, dass sie besser als Ace Akainu ist. Für mich ist Toki nach Roger und Yamato die beste Legende im Game. Keine Fragen dazu im Endeffekt, weil, ja, keine Ahnung. Diese Units zusammen funktionieren natürlich auch crazy gut. Ne? Yamato und Toki zusammen sind natürlich insane, weil Toki gibt euch einen Orb und ATK-Boost und Yamato gibt euch noch Wano-Orbs obendrauf und einen Shame-Multiplier und sind beide Free Spirit, die wollen sozusagen zusammengespielt werden und werden es auch meistens. Aber ja, Toki ist einfach nur absolut busted und die Unit würde ich mittlerweile, ich habe am Anfang mal gesagt, ich habe sie ein bisschen weiter runtergestuft, weil ich finde, dass es für Beginner schwer ist, mit ihrem Team zu bauen. Das sehe ich mittlerweile nicht mal mehr so. Weil mir halt aufgefallen ist, dass es auch für Beginner sogar sehr, sehr easy ist, mit ihrem Team zu bauen, weil man halt fast auf nichts achten muss. Man muss nur gucken, dass zwei Units irgendwie zusammenpassen und ja, Toki ist einfach nur crazy. Und jetzt die letzte Änderung, bevor wir zu den neuen Legends kommen. Wir haben hier Straw Hat Crew. Straw Hat Crew hatte ich in S0,5. Straw Hat Crew wird runtergehen, einfach weil die Captain Ability einfach nicht so geil ist. Ich habe mir das irgendwie leichter vorgestellt, aber sobald man mit Straw Hat Crew ein bisschen zu viel Schaden kriegt, ist die Captain Ability low, der Schaden geht runter. Natürlich, das Special ist wahrscheinlich eins der besten oder vielleicht sogar das beste Special im Game. Aber die Captain Ability laggt halt einfach. Und wenn eine Unit an der Captain Ability laggt und man dann halt beim Teambuilding schon Probleme bekommt, vor allem weil auch alle Strawheads in der Unit drin sind, ja, dann wird es halt ein bisschen kompliziert und dann würde ich halt nicht mehr sagen, dass ich die in S0,5 sehen würde, wo eigentlich fast nur Legends sind, die entweder krass gute Klassen haben oder halt so stark sind, dass es halt egal ist, dass sie ein bisschen beschränkt sind und das finde ich bei Straw Hat Crew nicht. Straw Hat Crew würde ich von S0,5 in S1 packen und zwar hinter Firetank Pirates noch auf demselben Level so wie Sugar ungefähr. Ich glaube, das passt ganz gut. Firetank Pirates, wie gesagt, habe ich beim letzten Mal schon gesagt, ist eine Unit, die auch kurz davor ist, in S0,5 zu gehen, einfach weil sie so stark ist. Aber ich glaube, so passt das. Und jetzt sind wir mit dem Anpassungsteil des Videos durch und jetzt gehen wir mal rein in die neuen Releases, die wir für Global bekommen haben und das ist auch einiges. Und da fangen wir als allererstes mal mit Borsalino an. Borsalino PvP Legend war in meiner alten Tierlist noch nicht drin, deswegen joint er jetzt die Tierlist. Ein guter Speedcaptain tatsächlich, reduziert Cooldown, aller Special, 2 Turns, boostet ATK von Strength, Dex und Quick 4,5. Und wenn das Special genutzt wurde, 5 Times, das heißt ein 5 Times Captain für im Endeffekt 3 Farben, was sehr nice ist und halt auch sehr schnell wegen dem Special Cooldown. Das Special selber reduziert auch wieder Cooldown von allen Charakteren bei One Turn, reduziert Silence bei 10 Turns, was sehr krass ist. 10 Turn Silence ist ein super gutes Special. Er hat natürlich als Sailor Ability, wenn ihr ihn nicht als Captain spielt, auch diesen 10 Turn Silence Reduce, das heißt auch sehr gute Sailor Unit einfach, um Silence Content dann einfach zu besiegen. Gibt euch einen Color Affinity Boost für 3 Klassen, was natürlich sehr, sehr stark ist und den 1,4er Chain Multiplier im Game, was mit, ich glaube, dem neuen Doofy zusammen der höchste Chain Multiplier ist, den es im Game gibt. Für mich ist das eine sehr, sehr krasse Unit.
Ist halt leider auch wieder in der schlechtesten Farbe in Decks, aber es ist ja gut, umso mehr gute Decks-Units rauskommen, umso einfacher wird es dann irgendwann Teams zu bauen. Für mich hat er aber trotzdem, weil er halt einfach das Special macht jetzt zwar was, aber das macht jetzt keine tausend Dinge und ist komplett broken. Man könnte halt jedes mögliche Team bauen, das ist Kizaru nicht. Deswegen ist er für mich in S0, S0,5 und S1 nicht zu Hause. Für mich passt Kizaru in S1,5 rein. Zu den ganzen anderen Legenden, die ziemlich gut sind, 5er ATK-Boost haben und halt so ein richtig nice Special. Und ich hätte Kizaru jetzt ehrlich gesagt erstmal in S1,5 reingepackt und auch eher zum Ende hin von S1,5. Also irgendwo hier vielleicht, hinter Oden, vor den Sweet Commanders, irgendwie so, ne, hätte ich ihn reingepackt. Ich glaube, das passt eigentlich ganz gut. Höher hätte ich ihn jetzt nicht gesehen. Genau. Weiter geht's. Nächste Unit. Rob Lucci. Eine meiner Lieblingsunits von den neuen Units, die rausgekommen sind. Werdet ihr jetzt gleich sehen, warum. Ist einfach eine Unit, die beim Lesen schon Spaß macht, weil es einfach so eine straightforward Unit ist, die einfach Schaden ohne Ende macht. Erstmal boostet ATK von Dex, Powerhouse und Fighter Charakteren 5 times. Das heißt wieder eine Farbe, 2 Klassen kennen wir aus dem späteren Zeitraum vom Jahr 2021 schon so. Das Special geht dann weiter, so wie viele Specials weitergehen. Erhöhte Matching Orb Chance, HP Recovery, ihr kennt den Drill. Das ist jetzt nicht mehr so relevant. Er entfernt aber Enemies Increased Defense Buff Duration Completely, was halt sehr nice ist. Also egal, was der Gegner hat. Und auch wenn ihr dann vielleicht mal auf Content stoßt, wo Bandai sich denkt, ihr müsst hier die Def mitnehmen, ihr könnt ihn hier einfach umspielen, sagt Lucci, die ist weg. Macht 100 mal Characters Attack Typeless Damage to All Enemies, was natürlich sehr nice ist, weil Wave Clearing Specials immer sehr gut sind. Boosted Base Attack of Dex, Powerhouse und Fighter bei 1000 for one turn, was ein insanes Amount ist. Also 1000 Base Attack ist krass viel, das dürft ihr nicht unterschätzen. Solche Specials machen mittlerweile fast so viel an Schaden aus wie so ein Orb Boost. Ne? Also wenn ihr das mal in den Damage Calculator reinhaut, ein 1000er Base Boost ist insane. Und gebt euch auch immer noch einen Orb Boost in Höhe von 2,5 ohne irgendeine Beschränkung. Das heißt, ihr müsst nicht irgendwie Schaden nehmen oder sonst was, ihr habt immer einen 2,5er Orb Boost. Super Special. Auch nochmal Wave Clearing, der auch noch Damage Negating Abilities und Barriers ignoriert. Das heißt, damit kommt ihr durch alles durch und erhöht im Endeffekt euren 2,5er Orb Boost auf einen 2,8er Orb Boost. Und ja, das ist halt schon insane. Also, er ist halt definitiv eine Legende, die Schaden ohne Ende macht. Ne? Und er hat halt so einen Self-Procking Super-Type im Endeffekt. Das bedeutet, nachdem ihr das Special benutzt habt, ist das Super-Special ready. Also wirklich auch für Beginner eine Legende, die easy zu spielen ist und die, ja, richtig, richtig harten Schaden macht. So, das Einzige, was ihm so ein bisschen fehlt, ist halt die Orb-Manipulation. Aber ja, ne, es gibt halt mehr als genug Charaktere, die euch Orbs geben und im Endeffekt... wenn eine Legende dann aber halt ein richtig krasses Special und eine krasse Captain Ability hat, dann ist die Orb Manipulation auch zweitrangig, weil man findet ja sowieso in einem 6er Team immer irgendjemanden, der Orbs gibt. Und für so Mini-Boss Stages und so, er erhöht ja sogar die Chancen für Matching Orbs. Ich weiß jetzt halt nicht, wie hoch diese Erhöhung ist, aber ihr werdet wahrscheinlich auf so Mini-Boss Stages oder auf den normalen Clear Stages schon immer sehr, sehr viele Orbs haben. Gut, zur Einordnung. Ich würde Lucci definitiv von der Stärke her in S1 reinpacken. Super starker Captain. Ihm fehlt halt tatsächlich das bisschen an Orb Manipulation. Wenn er das noch hätte, Orb Manipulation, dann wäre er für mich eine S0,5-Legende trotz seiner Farbe. Also dann wäre er für mich auf dem Level von Queen. Dadurch, dass er das nicht hat, würde ich ihn halt in S1 reinpacken. Und ich glaube hier so... Ja, hier Sanji und Lucci sind so für mich so auf einer Stufe... Vom Level vom Special. Das passt für mich, denke ich mal. Finde ich ganz gut. Nächste Unit, Perona. Perona ist eine sehr interessante Legende. Boostet ATK von Int, Shooter und Free Spirit Charakteren bei 4 times. Lasst euch davon aber nicht so beeinflussen im Endeffekt. Weil, wenn Enemies inflicted sind mit Negative, gibt es einen 1,3er Boost obendrauf und wenn Enemies delayed sind oder reduzierte Defense haben oder Poison sind, gibt es einen 1,2er Captain Ability obendrauf. Das heißt, in den Turns, wo ihr Specials benutzt oder sonst was, ist sie immer ein Minimum 5 times Captain, weil
Dieser 1,3er Boost macht aus ihr sogar einen 5,2er Captain, ne? Und nicht nur einen 5er. Und der 1,25er Boost macht aus ihr einen 5er Captain. Das bedeutet, sie hat sogar noch eine bessere Captain Ability als die meisten anderen Captains in den Zügen, wo die Special benutzt wurde. Das Special selber ist einfach nur cracked. Es gibt im Endeffekt Change this Badly Matching, Empty Block Bomb, Recovery Tandem und G-Orbs into Matching Orbs, also eigentlich alles außer Type Orbs. Boostet ATK gegen delayed Gegner mit Negative, mit Reduced Defense oder Poison Enemies, Strongly Poisoned Enemies und Toxic bei 2 times for 3 turns und lockt den Chain Multiplier at 3.25 for 3 turns. Das bedeutet im Endeffekt, egal welche Condition ihr dem Gegner auferlegt habt, ob ihr ihn gepoisoned habt, ob er Death Down hat, Delayed, whatever, ihr kriegt für 3 Turns einen Self-Procking Conditional Boost, der dann halt für Miniboss und Boss Stage funktioniert und dann natürlich sofort die Captain Ability auf eine 5 times bzw. 5.2 times Ability schießt. Dazu kriegt ihr auch noch einen 3,25er Chainlock für 3 Turns, was halt auch bedeutet, dass ihr das mit auf die Boss Stage nehmt. Also insane Special. Und wenn ihr dann eure HP noch unter 80% habt, wenn das Special aktiviert ist, ignoriert das sogar Debuff Protection und gibt den Gegnern den Negative Buff, also sogar den besseren Buff. If your crew has Chainlock, increases Boost Effect of Chainlock Buffs, bla bla bla. Okay, ja, das ist im Endeffekt, wenn ihr einfach beide Perona Specials benutzt, weil ihr es könnt, weil ihr auf der Boss Stage es nicht nochmal nutzen könnt, kriegt ihr sogar noch einen erhöhten Chainlock auf 3,75. Ja, crazy, crazy, crazy Special. Macht richtig Bock. Und die Super-Type kann aktiviert werden, wenn ein Special zweimal benutzt wurde. Das muss nicht Perona-Special sein, das kann irgendeins sein. Das heißt, ihr werdet den Super-Type wahrscheinlich immer frühestens auf der Mini-Boss-Stage, spätestens auf der Boss-Stage benutzen können. Ignore Debuff Protection and inflict enemies with negative for 10 turns, was halt krass ist. Das heißt, ihr kriegt mit dem Super-Type immer garantiert den Negative-Buff auf den Gegner drauf. Und vergesst auch nicht, ne, dass der Negative-Buff selber auch ohne Condition auch noch die ATK und Death aller Gegner nochmal um 20% extra reduziert. Das gibt euch nochmal einen extra Damage-Boost. Und sie ändert alle Strength Decks, Quick Psy und Int Orbs in Matching und gibt euch natürlich super Int Charaktere. Zusätzlich dazu, mit Super Type und Special, habt ihr dann einen perfekten Orb Manipulator. Sie switcht hier dann ja auch die Type Orbs, das heißt, es gibt keinen Orb im Game, den ihr nicht in Matching switchen könnt mit ihr. Ja. Und Specials, die nicht ATK und Orb Boost beinhalten, sind halt super nice, weil ATK und Orb Boost, da gibt es in den Game en masse. Das heißt, die findet ihr immer in eurem Team. Aber das hier ist ein Conditional Boost und ein Chain Booster, den ihr als Captain spielen könnt. Ja, es ist einfach eine insane Unit, diese Perona. Die macht richtig Spaß zu lesen und ja. Ne, diese Perona habe ich definitiv in S0,5 reingepackt. Und die habe ich auch noch vor Moria reingepackt. Sie ist noch ein bisschen besser als Moria. Man könnte sogar fast argumentieren, dass sie besser ist als King und Queen, aber bei King und Queen ist halt einfach die Sache, deren Captain Ability mit den Specials, die einfach immer wieder zünden können, als so ein krasser Captain, macht die halt immer noch super, super stark. Aber ich würde fast sagen, hier King, Queen, Perona sind alle so auf einem Level, so circa, ne? Also klar, da fehlt halt noch ein bisschen bei Perona was, weil sie halt normalerweise nur ein 4x Captain ist, auf anderen Stages, aber really, auf den Stages, wo es ankommt, und dasselbe gilt ja auch für so Units wie Luffy Sanji, wo ich das auch schon mal erklärt habe, sind die Mini-Boss und Boss-Stage und da ist sie immer mindestens ein 5x Captain, sobald ihr irgendwie so ein Special gezündet habt. Ja, ne? Crazy Unit. Nächste Unit, Boa. Boa im selben Batch erschienen wie Perona. Ist ein bisschen anders, ist ein bisschen langsamerer Captain. Seht ihr jetzt daran, wieder Quick Shooter Free Spirit 5 times, also wieder so ein klassischer Captain, eine Farbe, zwei Klassen, 5 times. Und wenn ihr angegriffen werdet, kriegen die Gegner einen 7 Hits Mellow-Mellow-Status. Dieser Mellow-Mellow-Status ist im Endeffekt das, wo die Gegner nicht angreifen können, bevor ihr nicht 7 Hits auf diesen Gegner gemacht habt. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr eine Unit habt, die nur 4 Hits macht mit einer ATK, immer gratis eine Runde stallen, nachdem ihr angegriffen wurdet. Und das ist auch der Sinn von der Boa. Weil ihr hier seht, Super Special Criteria, Boa must be Captain in 7 turns, must pass. Das heißt, es müssen 7 Züge vorbei sein, damit Boa ihren Super-Type benutzen kann.
Daran seht ihr schon, es wird eine langsamere Legende. Was aber kein Problem ist, guckt euch das Special an. Silence und Attack Down, 6 Turns weg. Krasses Special, das sind somit die beiden normalsten Debuffs, die man abbekommt, die man auch nicht mit Sockets runtersetzen kann. Boostet ATK von Quick Shooter und Free Spirit bei 1000, also Base ATK, wieder ein krasser Base ATK Boost. Die Unit wäre noch krasser, wenn es nicht für 2 Turns wäre, sondern für 3. Dann wäre die Unit richtig busted, so ja, ist es dann wahrscheinlich nur für Miniboss oder Boss Stage, was es halt ein bisschen schlechter macht. Und lockt den Shame Multiplier bei 3,5 für 2 Turns. So, und if your crew has base ATK boost, increases duration of any base ATK boosting buffs by 1 turn. Also ihr könnt hier zumindest diesen base ATK boost, wenn ihr Doppelbohr als Captain benutzt, mitnehmen auf die Boss Stage. Ne? Also logischerweise ist es dann so gedacht, ihr benutzt das Special zweimal und könnt es dann einmal mitnehmen. Der Supertype selber hielt euch ein bisschen, gibt den Gegnern nochmal 10 Additional Hits von Melo Melo. Das bedeutet, die sind dann auf 17 und gibt euch halt super Quick Characters. Also im Endeffekt, wie sollt ihr diesen Char spielen? Ganz einfach. Ihr geht durch die Stages durch, ihr stallt ein bisschen, ihr nehmt ein bisschen Schaden. Dafür habt ihr dann aber krass gute Specials. Ihr seid safe. Und ihr habt wieder am Ende HP und ja, einen sehr soliden Captain. Ich sehe diese Boa zum Beispiel für Garb-Challenges ganz vorne. Also nicht als die beste Legend im Game, obviously. Aber für Garb-Challenges ist das halt richtig nice, weil ihr immer ein bisschen länger braucht. Die kann euch heilen. Die hilft dann auch Boxen, die vielleicht nicht so krass sind, dann durch Garb-Challenges durchzukommen, weil man mit diesem Geheal auch einfach sowas ein bisschen schießen kann. So, ne? Und ja. Deswegen, ich finde die Unit sehr, sehr gut. Ist halt obviously nicht so gut wie Perona oder wie die anderen, weil sie halt auch ein bisschen slower ist, aber immer noch ein 5x-Captain mit sehr guten Abilities und deswegen geht die Boa für mich auch in S1 rein. Hinter Kaido, vor Snakeman, beziehungsweise auf einer Ebene hätte ich gesagt mit Snakeman hier, Vivi, Reju, Boa. Das ist so eine Stärke von Unit, würde ich ungefähr sagen. Der Kaido gibt halt euch noch extra dieses Increased Damage Taken, deswegen ist er davor und alles, was hier nachkommt, ist für mich dann schon noch ein Stückchen stärker, weil auch meistens neuer oder einfach besser oder andere Einsatzfelder. Genau. Weiter geht's. Mit Katakuri. Einer von den beiden neuen Superclass-Charakteren. Superclass funktioniert im Endeffekt wie Supertype, nur halt für Klassen und das gibt euch dann einen Base-ATK-Boost für alle Typen in diesem Team und nicht einen Color-Affinity-Boost, so wie es bei Supertype ist. Wir fangen jetzt mit Katakuri an. Katakuri boostet ATK von Powerhouse-Charakteren bei 5x und alle anderen Charaktere 3,75, was sehr nice ist. Das heißt, es ist obviously so gedacht, dass ihr ein Full-Powerhouse-Team bauen sollt. Und Powerhouse ist ja auch eine der besten Klassen jetzt gerade im Game und deswegen gar kein Problem. Sehr gute Captain-Ability, erhöht Matching Orbs und healt die 50% vom Damage, der genommen wurde in der Previous Stage, when entering a new stage. Also seid ihr halt immer voll HP. Die Unit ist auch ein bisschen darauf ausgelegt, dass ihr Damage nehmt, was es halt wieder ein bisschen schlechter macht von Anfang an, logischerweise. Weil ihr seht das hier, ihr kriegt einen 1000er Base ATK Boost, also wieder Base ATK ist the name of the game im Moment. Erhöht die Effekte von Orbs von Powerhouse Charakteren bis zu 2,75 Mal. Darunter seht ihr ja, was da steht. Dafür müsst ihr aber über 50.000 Damage genommen haben. Also das wird dann schon relativ stall-intensiv. Aber selbst wenn ihr gar keinen Damage genommen habt, ist es immer noch ein 2,25er Orb-Boost, also sehr nice. Und wenn die Crew schon Orb-Boost hat, kriegt ihr einen ATK-Boost von 2,5. Das bedeutet, straightforward hier, ihr zündet das Special auf der Boss-Stage zweimal, habt einen Orb-Boost, habt einen ATK-Boost, habt einen Base-ATK-Boost. Easy Game. Also wird halt auch krass, krass viel Schaden machen, selbst wenn ihr nicht stallt. Super-Type Special, Super-Special ist ja kein Super-Type, ist ja Super-Class-Special, ich muss es jetzt genau sagen. Und das haben sie ein bisschen geupdatet, hier gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ist eine von den Units hier in eurer Crew, oder andere Character-Special-Abilities wurden viermal benutzt. Any Character-Special-Abilities wurden viermal benutzt, das heißt auch die eigene von Katakuri. Das heißt, zwei Möglichkeiten, den Supertype zu aktivieren. Der Supertype selber erhöht die Duration von Orb-Buffs bei 1 Turn, changed alle Orbs, including Block-Orbs, into Matching-Orbs und dann gibt es halt Super-Powerhouse-Charaktere. Ja, ne, also ein Supertype-Special, das Block-Orbs changed, ist natürlich nochmal auf einem ganz anderen Level von Premium und deswegen
ist Katakuri auch eine richtig, richtig krasse neue Legende. Das Einzige, was bei ihm fehlt, ist, dass der Boost halt ein bisschen low ist, wenn ihr keinen Damage genommen habt. Und das heißt, es ist eine Legende, wo ihr ein bisschen länger braucht. Das ist für manche Leute ja meistens ein bisschen abschreckend. Das bedeutet aber nicht, dass das keine krass gute Legende ist. Und für mich ist Katakuri definitiv S0,5. Besser als Perona. Ich würde sagen, auf einer Ebene mit King oder Queen, ich würde ihn jetzt einfach mal hier hinter Kid packen. Ich glaube, da ist er ganz gut aufgehoben. Erstmal, ne? Also bei den ganzen neuen Legenden, denkt da immer dran, die müssen auch erstmal ein bisschen getestet werden, damit die im richtigen Tier dann am Ende landen. Aber so ist ungefähr so meine Vorstellung. Gut, zwei haben wir noch. Wir machen erstmal Dofi. Dofi ist sehr, sehr stark. Ich habe ihn auch gepullt, da bin ich froh drüber. Boostet ATK von Driven-Charakteren 5 times und alle anderen 3,75, also im Endeffekt dasselbe wie Katakuri. Allerdings ist sein Captain-Ability besser und das ist einfach so, weil er Silence bei 10 Turns reduziert. Solche Captain-Abilities sind immer besser als irgendwas mit Heal oder sonst was. Silence oder irgendwelche Buffs runtersetzen ist einfach crazy in diesem Game. Und dann geht es weiter mit seinem Special auf einem 14-Turn- oder 13-Turn-Cooldown. Macht 300 My Characters Attack auf alle Gegner, changed alle Orbs, including Block Orbs, Matching Orbs, also perfekte Orb Manipulation. If your crew has Attack Up and Orb Amplification, boost Space Attack by 1000 und 1,4er Chain Multiplier, was halt schon an sich insane ist. Und dann geht's noch weiter. Andernfalls kriegt ihr einen 2,25er ATK Boost und einen 2,25er Orb Boost. Und ihr heilt euch auch noch um 30%. Ihr müsst euch das mal überlegen, was das hier im Endeffekt bei dem Doflamingo bedeutet. Das bedeutet, in der Runde, wo ihr das Doflamingo-Special zweimal zündet, wenn ihr es so darauf anlegen lassen könnt, kriegt ihr einen Orb-Boost, einen ATK-Boost, einen Base-ATK-Boost und einen Chain-Multiplier-Boost. Es ist einfach nur insane, wie stark diese Unit ist und wie viel sie macht. Zusätzlich dazu noch den Silence von der Captain-Ability, also definitiv eine komplett bustete Unit, die halt auch, weil Driven, wahrscheinlich ist Driven sogar aktuell die beste Klasse in Game, dadurch auch noch Freedom vom Teambau hat ohne Ende. Ihr könnt da ins Team alle guten Charaktere reinpacken, mit Yamato, mit allem drum und dran, wie auch immer ihr lustig seid. Wird richtig, richtig nice sein, mit der Units Teams zu bauen. Und da sind wir noch nicht fertig, weil das Super-Type-Special kommt auch noch. Das Super-Type-Special braucht wieder irgendeinen dieser Charaktere in der Crew. Und das sind halt, ja, Luffy ist schon dabei, Law ist dabei, ne? Also, da werdet ihr immer was finden. Hier sind sogar Sugar und Kaido drin. Wird easy sein, einen davon ins Team zu kriegen. Und der Super-Type wird sogar aktiviert, wenn eine Support-Ability aktiviert wurde, ne, die durch einen Gegner ausgelöst wurde. Also so könnt ihr den Super-Type auch noch aktivieren, beziehungsweise hier den Super-Class. Und im Endeffekt, was der Super-Class macht, macht 150 mal Characters Attack and Typeless Damage to all Enemies und reduziert den Special-Cooldown von Driven-Charakteren bei One Turn. Ne? Insane. Special Cooldown Reduzierung ist immer super gut über den Super Type oder den Super Class. Ist vor allem auch für Speed Teams dann gut, ne? Das ist dann, wenn ihr halt wirklich so TM farmt oder so, wieder die perfekte Legende dafür. Ist ein Wave Clearer, der auch noch Special Cooldown runtersetzt. Ja, macht einfach Spaß, mit solchen Units zu spielen. Und ich finde, das ist vom Design her, würde ich fast sagen, eine der bestdesignten Units in 2021. Also, ich habe hier im Endeffekt überhaupt nichts zu bemängeln. Gar nichts. Und deswegen landet Dofi auch in S0. Und deswegen landet Dofi für mich hinter Toki, vor Ace Akainu oder auf einer Ebene. Ich würde sagen, dass Ace Akainu und Dofi wahrscheinlich von der Stärke hier ungefähr gleich sein werden. Ungefähr. Könnte auch genauso gut so rum sein, ne? Behaltet das im Hinterkopf. Schlechter als Toki, ja, so würde ich das ungefähr machen. Ich finde, das ist eine faire Verteilung. Und jetzt haben wir noch eine Unit übrig, von der ich persönlich enttäuscht bin. Es ist nicht Jack, ich habe es ja am Anfang des Videos schon gesagt, es ist Kaido Crew. Und wir gucken uns Kaido Crew mal an. Also, im Endeffekt Dual Unit, was ja von Anfang an schon mal ein kleiner Malus ist. Reduziert den Cooldown von Strength, Quick and Power Specials bei 2 Turns. Also klingt ein bisschen so wie der V1 Kaido, den ihr schon alle kennt. Halt für andere Farben und andere Klassen.
Reduziert Owen Super Swap bei 8 Turns. Das bedeutet, sein Super Swap ist, wenn ihr ihn als Captain spielt, immer von Anfang an ready. Boostet die ATK von Strength, Quick und Powers Charakteren bei 4,5. Und wenn 6 Powers Charaktere in der Crew sind, macht er 400 mal Characters Attack in Strength Damage to all enemies at the end of each turn. So, das ist im Endeffekt einfach eine upgradete Captain Ability von V1 Kaido. Ne? Also, ihr habt ein bisschen mehr Schaden. Ihr macht hier auch am Ende des Zuges, ich glaube, es ist ungefähr der gleiche Schaden, den V1 Kaido macht. Ich glaube, ungefähr gleich. Ich weiß es nicht ganz auswendig. Und ihr habt einen 4,5er Captain auch schon in der Single-Form, was auch schon mehr ist, als der V1 Kaido hat. Und der zweite Captain macht im Endeffekt dasselbe, nur halt in Quick-Damage. Wenn sie zusammen sind, natürlich in der Dual-Form, ist es dann auch wieder ein 5x-Captain und ja, macht auch ein bisschen mehr Schaden am Ende vom Zug und ja, das passt schon so. Also, definitiv erstmal eine solide Captain-Ability, aber jetzt auch nichts super krasses. Der normale Swap, der wird dann im Endeffekt ja nur benutzt, wenn ihr ihn als Sub spielt oder den Super Swap schon ein paar Mal benutzt habt. Ja, changed im Endeffekt den eigenen Orb in Matching Orb, also ist für so Mini-Boss-Stages oder halt für so normale Clear-Stages ganz gut, wenn ihr einfach mal einen Orb braucht, das ist cool. Der Super Swap ist halt ein bisschen schwierig, weil ich hätte mir gewünscht, wenn er einfach mehr Orb-Manipulation gibt, aber er gibt wirklich nur sich selber einen Orb. Und auch nur sich selber Silence weg, setzt halt die Special-Cooldown auf Max und macht dann 500.000 Fixed Damage to all Enemies. That will ignore Damage Negating Abilities, Barriers and Normal Attack only. Was cool ist im Endeffekt, aber ihr müsst euch mal überlegen, wie oft ist es denn der Fall, dass irgendein starker Gegner Normal Attack Only hat, aber dann nur 500.000 HP. Na, das ist im Endeffekt, das kommt ja so gut wie nie vor, außer der Content ist genau darauf zugeschnitten. Ihr werdet ja hauptsächlich immer die Swaps und die Special Ability zum Wave Clearen dann im Endeffekt benutzen und ja. Ich weiß nicht, ob das dann nicht einfach zu viel Zeit kostet. Ist es halt schon cool, dass das Special dann ready ist, aber ja, ne? Und das Special selber, was dann eben ready ist, reduziert den Cooldown von Strength und Quick und Powers Charakteren bei One Turn. Macht 500 mal Characters Attack and Typeless Damage to all Enemies. Also auch wieder, die ganze Unit ist darauf gebaut, einfach nur Damage die ganze Zeit zu drücken und dann halt schnell durch so Stages durchzukommen. If your crew has 5 or more Powers Characters, boost the Color Affinity of Strength, Quick and Powerhouse Characters by 2.5 for one turn, 2.25 otherwise. Und das war's im Endeffekt auch schon. Also ist jetzt vor allem das Special, ist jetzt nicht wirklich krass. Es gibt euch einfach nur einen Color Affinity Boost und macht Schaden. Und reduziert halt den Cooldown von euren anderen Charakteren. Für mich ist die Unit halt schon stark, aber im Endeffekt braucht ihr hier ein Full Powerhouse Team. Was kein Problem ist, weil, wie gesagt, wahrscheinlich mit unter den 3 besten Klassen im Game. Aber ihr braucht halt Powerhouse-Team. Es ist wieder ein Color-Affinity-Captain. Er hat überhaupt keine Orb-Manipulation, außer für sich selber. Ja, er ist aber definitiv besser als der V1 Kaido und einfach irgendwie schon ein straightes Upgrade. Aber für mich ist Kaido Crew definitiv nicht besser als S1 jetzt erstmal. Ich werde ihn jetzt erstmal hier hochpacken. Und zwar irgendwo am Ende hier, so, ja, auf dem Level von Bonnie, würde ich sogar fast sagen. Deswegen habe ich auch nicht weiter auf Kaido Crew gepult. Ich bin von der Legende einfach ein ganz klein bisschen enttäuscht. Und ja, ne? Vielleicht merken wir dann in den nächsten Monaten auch noch, dass die Legende viel besser ist, als sie jetzt aussieht. Aber ich würde sie jetzt erstmal nicht höher einraten als hier. So. Und damit sind wir jetzt durch. Ich hoffe, ich habe jetzt wirklich nichts vergessen und ich habe alles drin. Ja, ich hoffe, ihr könnt mit der Liste was anfangen. Ich hoffe, wie immer, euch hat das Video gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Kommentar da. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen sehr schönen Tag, sehr schönen Abend, wann auch immer ihr das Video schaut. Ich wünsche euch natürlich auch schöne Feiertage, schöne Weihnachtstage, was auch immer ihr dazu sagt. Und ja, haut rein, Leute. Ciao, ciao.